Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Railway Empire hier bei Heisenberg Zockt. So, wir hatten gerade die ersten beiden Züge, die gekreuzt haben, also hatten wir schon vorher mal, aber hier auf dieser Strecke ist das neu, hier vor Odessa. So, und jetzt würde ich sagen, es wird gespeichert, das ist schon mal gut. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier irgendwas noch machen können mit Güterzügen nochmal. Da könnten wir hier oben genau die Warenströme mal einstellen, dann sehen wir, wer wohin will. Uilala, das ist aber weit weg, okay. Das könnte man machen. Da hätten wir hier nochmal eine Brücke, da wäre das Geld gleich wieder weg. Da ist die Frage, ob wir das wirklich wollen. Das ist aber das Einzige, was Odessa offensichtlich hier brauchen kann. Deswegen ist das eingezeichnet. Haben wir noch andere Städtchen, die irgendwas wollen? Wahrscheinlich ja. Wir gehen mal gucken. Ha, wo ist mein Eisenbahnnetz? Hier unten. Aha, von hier zum Beispiel nach. Ich sehe es nicht, aber unter all diesen Sachen hier wäre man die mal weg. So. Okay, nach Abilene. Okay, da haben wir doch sogar vier Gleise. Das würde der Stadt doch sicherlich relativ gut stehen. Wenn die hier nochmal einen Güterzug hätten. Wie und wo? Zum Beispiel mit dem Gleis. Ganz einfach, dass wir hier rausgehen. Nach hier hinten. Hier hin. Ich mache nochmal kurz zur Kontrolle, damit das auch stimmt. Jawohl, die wollen nach Abilene mit dem Getreide. Das sehen wir hier. Okay, Bedarf und so weiter. Produktion. Ja, das passt alles. Können wir wegnehmen. Wir brauchen einen Bahnhof. Bahnhof war hier, Gebäudebau. Boah, machen wir mal einen kleinen. Das müsste eigentlich reichen, denke ich mir. Stellen den so hin und dann können wir schön mit der Kurve da raus. Schnappen ein Gleis. Machen da mal eine Kurve und gucken. Ja, was will das Spiel dafür haben? Komme ich da rein? Jawohl. Okay, gebaut. 49.000 für Erdarbeiten, aber keine Brücke und kein Tunnel. Aha, weil wir hier, okay, einfach einmal durch, boah, im Prinzip einmal durch Colorado durchgraben. Und mal gucken, wo wir wieder rauskommen. Ich weiß nicht. Muss das so sein? Die Alternative wäre, wenn ich von hier aus baue, dann geht es hier wahrscheinlich nicht unter die Erde. Das wäre günstiger. Das Problem ist, dass wir hier hinten dann ein elendes Gefälle haben. Das wollen wir uns wieder ausgleichen müssen mit einer Lokomotive. Ich werde mal testweise gucken, ob wir das ändern können. Wenn ich hier nochmal rausgehe, aber jetzt, wenn ich wieder auf Gleisbau gehe, ist das Teil wieder da. Ja, wie kriege ich das denn weg? Ich würde es gerne löschen, was ich hier eingetragen habe. Gleispunkt entfernen. Steigung 1%. Aha, so, okay. Wir gehen nochmal zurück. Packen das hier nochmal ein. Okay, hätten gerne einen neuen Gleispunkt von hier aus. Kommend. Nein, Moment, jetzt haben wir hier wieder das Dreieck. Jetzt geht das wieder los. Nein! Weil hier hinten... Ja, man kann nicht vernünftig sozusagen das Ganze zurücksetzen. Dass wir jetzt einfach nicht von hier aus bauen wollen, sondern von der anderen Seite aus. Ja, Wachmann, ich brauche keinen Wachmann. Ich bräuchte eine Idee, wie wir hier langkommen, ohne dass da eine Grube reingesetzt wird. So, okay, dann können wir es auch von der Seite aus bauen. Also, jetzt haben wir da eine Brücke. Das kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dafür sparen wir hier oben Geld, weil die Erdarbeiten nichts kosten. Mal gucken, wie das aussieht. 8.000 Erdarbeiten und die Brücke 34.000. Ja, ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Ja, das nimmt sich definitiv nicht viel. Und eine Steigung haben wir sowieso. Entweder haben wir sie hier oder wir haben sie hier hinten. Wenn wir aus der Grube rauskommen, weil hier müssen wir ja die Höhe dann wieder generieren. Ich würde mal sagen, das nehmen wir. Was haben wir an Geld? Ja, ja, das können wir uns leisten. Das passt. Gebonkt. Bestens. Signale brauchen wir keine. Wir werden hier nur einen Zug raufnehmen. Zumindest mal für den Moment natürlich. Vielleicht später noch mehr. Aha, Verpackungstechnik. Erhöht den Profit durch transportierte Post um 7%. Selbstverständlich bietet ja sowieso nie einer mit, weil wir ja wahrscheinlich die einzigen sind. Von daher können wir ja auch bieten. Kostet uns 40.000, das werden wir wieder reinholen mit der Post, die wir transportieren. Ich wollte das zwar haben, aber bitte? Ja, Eric, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Ist das unser Konkurrent? Das kann natürlich auch sein. Ich habe den nur noch nirgends gesehen. Wo ist denn der unterwegs, der Kollege? Irgendwie eigentlich nirgends. Der baut nicht. Der motzt immer nur rum. Ein angenehmer Konkurrent eigentlich. Naja gut. Oder vielleicht ist er halt hier ganz hinten irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, den Verdacht, dass wir die einzigen sind, die hier bauen. Unser Konkurrent, der ist virtuell, beziehungsweise der existiert gar nicht. Naja, wie auch immer. Wir brauchen eine Zuglinie. Und zwar von hier nach Abilene.
So, in dieses Gleis rein. Das hätten wir. Und dann brauchen wir die Lokomotive dafür. Sollen wir da auch die teure nehmen? Ich würde sagen, ja, weil es wahrscheinlich einfach auch die stärkste ist. Bilanz der letzten Tour. Hier sehen wir die Daten. Zugleistung 21%. Aha, Beschleunigung 76. Sind das Vergleichswerte? Weil sonst kann man ja keine Prozente nehmen. Zu wem oder mit wem wird das verglichen? John Bull? Ja, einmal mehr eine Frage. Keine Ahnung. Fahrgastwertung. Ja, wir nehmen die John Bull. Wir können es uns leisten. Dann haben wir hier wenigstens eine vernünftige Lokomotive drauf. Machen wir mal noch einen Lokführer dazu. Einen Heizer haben wir auch noch. Da noch so einen. Wachmann brauchen wir nicht. Geht nur um Getreide. Ich hoffe mal, dass da keiner einen Überfall macht. Das muss eigentlich nicht sein. Nicht wegen Getreide. So, hier unten fährt Kollege Zug los. Wir düsen mal mit. Einer deiner Mitarbeiter wirkte überraschend kompetent. Da musste ich ihm einfach einen Job anbieten. Ja, mach mal. Dann ist das aber doch nicht unser Konkurrent. Ach so, doch, klar ist es unser Konkurrent. Der hat uns einen Mitarbeiter streitig gemacht. Ja gut, wenn wir Pech haben, ist der weg, aber es gibt ja auch noch andere. Also, oh, guck mal, man sieht den Heizer hier hinten. Wenn man hier die Zugrückseite betrachtet, sieht man es zwar nicht, aber wenn ich hier gucke... Na, Moment, ich habe ihn doch gesehen. Da, ganz rechts, da sieht man den. Schade, dass ich den nicht besser ins Bild reinkriege. Das finde ich ein sehr nettes Detail. Weil ich kann ja nichts machen, ich kann ja nicht runter. Ich kann zwar ein bisschen rauf, ich kann ein bisschen links und rechts. Aber man sieht, so sieht man den Heizer nicht. Aber trotzdem cool, dass halt auf dem Wagen immer das liegt, was man transportiert. Das ist ein Detail, aber das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann mich an Spiele erinnern. Ja, egal was man da transportiert hat, das sah alles immer gleich aus. Da konnte man das aber nicht so schön programmieren, wie man das eben heute machen kann. So, wir fahren nach Abbey Lane. Im März 1833. Wow. Fast schon 200 Jahre her. Man sieht es aber auch. Sie sind dann noch mit Kutschen unterwegs und so weiter. Und jetzt fahren wir hier mal mit der Gleiscam rein. Weil dann haben wir die Strecke eh schon hinter uns. Und Abbey Lane hat Getreide. So, gehen wir raus und gucken. Das Städtchen wächst ja nach und nach, hieß es eh schon. Jetzt haben wir hier nochmal ein Gleis. Hier hinten haben wir nochmal zwei Gleise. Da würde ich sagen, machen wir gleich nochmal was. Nämlich, ja, warum nicht nochmal was landwirtschaftliches? Also muss ja nicht landwirtschaftlich sein, aber halt industriemäßig. Wir sehen aber schon, nö, da passiert eigentlich nicht mehr viel. Also Abbey Lane braucht zum Beispiel keine Eier, nix. Zumindest haben wir den Warenstrom nicht. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen an diese Warenströme halten. Da hätten wir noch die Möglichkeit mit dem Getreide von hier hinten. Da könnten wir sogar diesen Bahnhof nehmen. Querfeld ein hier rauf. Das würde auch ordentlich Geld kosten. Aber okay, aber jetzt sieht man hier, dass Getreide schon um 1,5% zurückging. Was sind das Prozente? Verbrauch pro Woche. Also ist einfach zurückgegangen. Und das ist die Bedarfsdeckung. Ja, die ist natürlich gleich null. Oder ist die KI hier auch unterwegs, dass die auch was transportieren? Weil das Problem, das ich hier sehe, ist einfach primär folgendes. Das ist eine elend lange Strecke. Geht hier rauf, rauf, rauf. Das wird viel Geld kosten. Da könnte man höchstens gucken, ob man das nicht so macht. Ja, dass man zum Beispiel bestehendes Netz nutzt. Wir könnten natürlich mit den Zügen hier lang, hier rein. Und dann hier mit einer Weiche irgendwie zurück. Oder dass wir hier eine Weiche rüberziehen. Ich weiß nicht mal, ob das geht. Wir können ja mal schauen. Wenn ich hier das Gleis schnappe. Ja, ist eher schwierig. Okay, da kämen wir rein. Aber wahrscheinlich müssen wir halt hier die Weiche machen. Und dann von hier aus hier rein. Und dann weiter. Und dann das Ganze mit Signalen lösen. Oder wir machen das Ganze so, dass wir dieses Gleis hier nutzen als Getreidegleis. Wenn man so will. Das heißt, der Zug fährt von da nach da und der andere fährt hier rauf. Oder wir machen es so, dass wir hier... Im Prinzip könnte man natürlich auch einfach hier eine Abkürzung bauen. Moment, das wäre natürlich auch eine Idee. Wollen wir nach Lubbock? Ich muss nochmal schnell kontrollieren. Jawohl, wir wollen nach Lubbock. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Wir machen hier eine Abzweigung. Gleisbau. Von hier. Dass das hier so rüber geht. Aha, das geht schon mal nicht. Aus irgendeinem Grund. Was ich nochmal machen? Ich muss erst die Weiche haben.
Moment. Zwirbel, Zwirbel. Bestehende Planung wird fortgesetzt. Jo. Man lasse uns hier raus. Aha, so wird's gehen. Okay, wenn wir dich jetzt weiterziehen. Hier rein. Das müsste von der Länge des Zuges her eigentlich funktionieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil sonst stehen wir da auf der Weiche drauf, wenn wir hier warten müssen. Müsste aber schon passen. Wir haben ja nur ein Maximum von 8 Wagen. Also mehr können wir gar nicht transportieren. Ja, machen wir mal so. Gut, bezahlen und kaufen. Jetzt bräuchten wir aber auf beiden Strecken natürlich noch ein zweites Gleis. Das würde heißen, das machen wir mal hier oben, da wo es nicht so viel kostet. Also sicherlich nicht bei der Brücke, sondern hier. Dass wir hier rausgehen. So, und weiter düsen, hier rauf. Und dann müssten wir je nachdem hier oben natürlich dann rein. So, das müsste eigentlich klappen. Okay, kaufen wir. Stellen ein Signal hin. Also nicht nur eines, sondern gerne zwei. So, das geht relativ schnell. Wenn man mal raus hat, wie es geht, ist es relativ einfach, muss ich zugeben. Aber es kann ein bisschen dauern. Zumindest bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis man es dann raus hat, wie es genau funktioniert. Also, das würde jetzt zweigleisig schon mal klappen. Schon wieder wildes Gefuchtel. Dann darauf ist in Ordnung. Und hier lang muss ich schnell niesen. Entschuldigung. Und gleich nochmal. Hier habe ich gesagt. Zum Glück kann ich das rausschneiden. Also, hier muss es natürlich auch zweigleisig werden, weil wir wollen da vorne dann in die gleiche Stadt rein mit dem Zug. Nochmal Gleis nehmen. Nehmen wir doch den Turm mit. Was wir haben, das haben wir. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Da können wir eigentlich eine längere Strecke machen. Da haben wir nochmal Informationen. Die interessieren mich im Moment gerade nicht. Ich bin am Gleis verlegen. Machen das bis hier hin. Kaufen wir. Und haben wir hier wieder die Gebäude. Und hier wieder die Signale. Da haben wir hier wieder eins. So, bitte hier rüber gehen. Dankeschön. Und wieder drehen. Diesmal ein bisschen sanfter. Und dann haben wir hier das Gleis. Einmal rüber gehen. Und wunderbar, das passt. Funktioniert das denn so? Da vorne brauchen wir kein zweites Gleis. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Das ist auch nur ein Zug, der hier rüber geht. Wobei wir hätten es ein bisschen eleganter lösen können, dass sie hier sich nicht in die Quere kommen. Dass wir dieses Gleis da reinführen und das hier in das zweite. Sollen wir das nochmal umbauen? Dann hätten wir eigentlich Ruhe. Dann könnten wir hier unten, je nachdem... wir haben hier ja auch einen eingleisigen Bereich. Nee, das können wir so lassen. Dann können wir mal gucken, wie das so ist, wenn wir es eben so machen. Brauchen wir hier noch weitere Gleise? Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich bei diesem Spiel noch weitere... Nicht Gleise, Signale meine ich. Dass wir diese Teile hier voneinander sozusagen abtrennen. Wir machen das mal. Ich weiß jetzt nicht, ich würde nicht den Finger oder die Hand, den Finger, die Hand ins Feuer legen, dass das richtig ist, was ich jetzt mache. Ich probiere das jetzt einfach mal. Im Prinzip können wir hier ja auch eine Einbahn machen. Nee, können wir nicht. Wir müssen ja beide Wege nutzen. Okay, also einmal hier ein Signal. Und einmal hier ein Signal. Und dann hier oben das Ganze auch noch. Hier kommen wir ja auch rein. Moment, einmal drehen. So, dann auf die andere Seite. Und jetzt hier, ja, brauchen wir eigentlich auch nochmal eins. So, dann gibt es hier noch eins. Das würde man jetzt so bei Transportfieber nicht machen. Müsste man auch nicht. Könnte man vor allem nicht. Nicht, wenn mehrere Züge fahren, weil die würden sich dann angucken. So, keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir werden es mal beobachten. Jetzt haben wir aber noch keinen Zug, der die Strecke hier bewältigt. Das werden wir gleich mal ändern. Wir gehen hier raus. Zug verwalten, beziehungsweise falsch. Ich würde gerne einen Zug kaufen. Das war hier oben. Zuglinie. Von hier nach hier vorne. Der müsste eigentlich automatisch das nutzen, was wir hier haben. Hier können wir sowieso im Prinzip noch ausbauen, dass wir dieses Gleis hier noch rüberziehen. Also, dass wir hier eine Weiche machen, dann muss er hier nicht ins gleiche Gleis rein. Das könnte man noch tun, das werden wir auch tun. Ja, und eingezeichnet ist das Ganze. Doch, der macht genau das, was er soll. Keine Lokomotive gewählt, jawohl. Das kommt gleich. Lokomotive wählen, gerne nochmal die. 220.000, das können wir machen. Gekauft, schließen und dann wünsche ich
gute Fahrt. Einen Unterhändler haben wir auch noch. Wir haben zwar keine Konkurrenz, aber dafür haben wir einen Unterhändler. Neuer Bewerber, Nolan Martinez. Spürt Mängel an ersteigerten Objekten auf. Ja, das haben wir. Also wir haben ersteigerte Objekte und reduziert auf diese Weise nachträglich den Preis deiner nächsten erfolgreichen Auktion um 25%. Kostet aber, der ist zu teuer. Nein, nehmen wir nicht. Wir investieren lieber in Züge. Das bringt uns definitiv mehr. So, wir können hier mal noch mitfahren. Das ist natürlich schön. Man hat relativ viele Möglichkeiten, hier mitzufahren. Und das Ding pfeift und macht und tut. Ich habe jetzt, beim letzten Mal habe ich selber geklickt, damit gepfiffen wird. Aber davor war er selber. So, mal schauen, ob das klappt hier. Jawohl, da kommt unser Kollege angedüst. Hallöchen. Und wir haben freie Fahrt. Zumindest mal bis, wenn wir jetzt hier rechts rausdüsen, bis wir dann da hinten sind. Da müssen wir dann noch gucken, das ist natürlich wieder ein anderer Zug, der uns dann da im Prinzip ins Gehege kommt, aber nicht weit, weil danach kommt ja eh gleich der zweigleisige Bereich. Da ist das Teil unten, das heißt, wir dürfen fahren. Sehr schön. Und da ist der andere da hinten. Okay, wir gehen hier rüber. Ja, das passt eigentlich soweit gut, würde ich sagen. Perfekt. Sehr schön. Schönes Bild, wie ich finde. Okay. Gehen wir mal raus. Und ja, dann können wir das Ganze eigentlich so laufen lassen. Man sieht ja auch, der hat Getreide drin. Ah, es ist halt schade, dass man nicht näher ran kann. Das finde ich immer wieder schade. Was haben wir denn hier noch für eine Info? Der Zug, 1% fährt auf seiner Route aufgrund der hohen Steigung hier mit minimaler Geschwindigkeit. Aha, das sehen wir gerade. Setze nach Möglichkeit eine Lokomotive mit mehr Leistung ein. Haben wir nicht. Beachte auch, dass Frachtwaggons 5-mal schwerer sind als Passagier oder Postwagen. Oha, okay, gut, aber er schafft es ja. Blöd wäre, wenn er stehen bleiben würde. Das Problem haben wir ja nicht. Ich würde hier gerne mal noch mal Richtung Forschung gehen. Haben wir hier noch was Neues? Eine neue Lokomotive für 300 Punkte. Wir haben 700. Nehmen wir. Dunham, okay. Chuchu! Chuchu. Entschuldigung, ich habe mich mitreißen lassen. Okay, hier haben wir ja noch mal neue Lokomotiven für 200. Das könnten wir auch noch. Wir könnten beide noch kaufen. Sollen wir das mal machen? Wir haben hier natürlich noch weitere Punkte. Zum Beispiel gusseiserne Radreifen. Separate Radreifen können schneller gewechselt werden als das ganze Rad. Beschleunigt die Wartung deiner Züge. Oh, wir haben die Wartung natürlich überall wieder vergessen. Nehmen wir mal. Okay, das haben wir. Dann nehmen wir noch die Lok. Okay, dann gehen wir raus. Und jetzt müssen wir bei den Bahnhöfen noch Wartungsteile hinstellen. Und was wir auch noch machen müssen, ist... Moment, hier oben das Gleis noch schnell ändern. Mal gucken, ob er dann automatisch ins richtige Gleis reingeht. Das weiß ich nicht. Wir werden es gleich wissen. Also mal hier lang. Und dann hier rein. Okay, gekauft. Und jetzt brauchen wir hier eigentlich Ausfahrtssignale. Gebäude. Signal. Einmal drehen den ganzen Spaß. Und dann gibt es hier ein Signal. Und dann gibt es hier ein Signal. Okay. Müsste, glaube ich, soweit funktionieren. Fährt der Zug noch? Ich hoffe es mal. Wo ist er denn? Hier unten, jetzt steht er. Jetzt fährt er wieder. Ich war schon wieder im Pausenmodus im virtuellen. Okay, das passt, glaube ich, schon soweit. Gleis angeschlossen. Jetzt, was wollte ich noch? Genau, ich wollte hier hinten definitiv noch so ein Wartungsteil hinmachen. Das brauchen wir dringend. Großer Bahnhof, nein. Ein Versorgungsturm fehlt hier auch noch. Nee, den haben wir da. Auf der Strecke haben wir hier vorne einen. Aber hier fehlt noch ein Versorgungsturm. Den kaufen wir. Stadtgebäude, Industrien, Bahngebäude. Wo ist denn die Wartung? Hier unten. Nee, Warendepot. Was machst denn du? Das Warendepot dient dem Austausch von Waren zwischen Zuglinien und dem Aufbau zentraler Warenlager. Okay, könnte wahrscheinlich auch nicht schaden. Kostet aber 200.000, das können wir uns nicht leisten. Wo war denn jetzt hier, Kollege, Wartung? Sehenswürdigkeiten? Ist ja interessant. Müsste doch hier oben irgendwo sein. Signale, Versorgungsturm, Warendepot. 6 von 6. Wo hatte ich denn das Teil her? Jetzt geht die Fragerei wieder los. Müsste ja schon irgendwo hier bei Gebäudebau gewesen sein. Neuer Zug? Nein. Nächster Zug bringt auch nichts. Irgendwo hatten wir's. Unternehmen? Zugliste? Warenströme? Nee. Ja, da muss ich nochmal ein altes Video gucken hier von mir selber, wo wir das Teil gebaut haben, da vorne in Abilene, also hier unten steht er ja, der Schuppen.
Oder kann man den nur einmal bauen? Oder bist du ein Warenteil? Moment. Warendepot? Nee, das sieht ganz anders aus. Das ist ein... Ja, wie sagt man dem? Halt, nicht rausgehen. Halten. Ja, so, dass die Züge gewartet werden. Ein Wartungsgebäude. Das hat nur für dieses eine Gleis funktioniert im Moment. Wir lassen mal wieder laufen. Dann kann der auch wieder los. Ich muss mal gucken. Irgendwo hatten wir die Teile. Ich weiß jetzt gar nicht wo, aber... Ja, müssen wir ein weiteres haben. Müssen wir halt mit dem hier klarkommen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. War mal ein Zug hier unten. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich in der nächsten Folge wieder. So, mit der Steuerung habe ich es auch noch nicht so, merkt man's. Ist halt schade, dass man nicht weiter runter kann. Ich möchte ja ganz nah ran und im Zug sehen. Naja, was nicht ist, ist nicht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.